Sally. Hallo, jetzt höre ich euch. Ja? Oh, nee. Können wir das bitte rausschneiden? Ich weiß nicht, was das heißt bei mir. Das ist Englisch. Die andere Seite ist Deutsch. Ach, andere Seite ist Deutsch. Okay, ah, voll gut. Ah. Erster Glückskeks. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ich habe einen Kuli in der Hand. Guten Tag, YouTube, Sally aus dem Trainingslager des SC Freiburg. In Freiburg. Wir sind in den Heiligen Hallen und wir haben sehr, sehr viel Schönes heute hier geplant. Zur Auftaktfolge im Jahr 2024, Anna. Wir haben Spannung, Spaß, Spiel und das alles mit Junior Adamu, Lukas Kübler und Maxi Eggestein. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Herzlich willkommen an euch alle drei. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns für eine Trainingslagerfolge. Dein SC Freiburg. Wir sind zwar nicht im Trainingslager, ihr seid auch nicht im Trainingslager, aber schön, dass ihr Zeit für uns habt. Winterpause ist jetzt ein bisschen kürzer auch gewesen. 10 Tage waren es jetzt dann oder 11 Tage. Einerseits willst du natürlich mehr freie Tage haben. Andererseits ist es schon fürs Reinkommen angenehmer, wenn du nicht so eine lange Pause gehabt hast. Du warst im hohen Norden? Ich war im hohen Norden, ja. Ich war noch ein paar Tage in Amsterdam. Was macht man als Fußballprofi in Amsterdam? Gewisse Dinge kann man natürlich nicht machen als Fußballprofi. Die fallen dann weg. Aber ansonsten, ich war mit Freunden unterwegs. Wir haben trotzdem eine schöne Zeit gehabt, war eine lustige Zeit. Ist ja eine schöne Stadt auch, ne? Absolut. Bisschen Museum. Genau. Hat noch ein bisschen mehr zu tun. Museum. Das stimmt. Wir haben so ein bisschen nochmal zurückgeschaut auf die Saison, wie sie so lief. Und wir haben immer wieder von Christian Streich gehört, ich bin so stolz auf meine Jungs. Mensch, wie toll die das gemacht haben. Geht es euch auch so, dass ihr stolz seid oder denkt ihr, Mensch, da wäre vielleicht noch viel mehr drin gewesen? Ja, es war echt schwer, glaube ich, auch für viele. Und dann sind wir auch nicht so gut reingekommen in die Saison. Ja, und dann ist das so ein Selbstläufer, aber ich glaube, hinten raus und jetzt stehen wir echt richtig gut da. Also es ist vielleicht sogar noch ein bisschen höher anzurechnen als die letzten Jahre. Da hatten wir viele Spieler, die einfach die Bereitschaft hatten, auch sich zu opfern und auf anderen Positionen gespielt haben. Vielleicht auch nicht dann so gut ausgesehen haben immer, wie als wenn sie auf ihrer normalen Position gespielt haben, was ja auch völlig normal ist. Aber genau das alles hat uns einfach noch näher zusammengebracht. War es für dich leicht, hier reinzukommen in die Mannschaft, weil du am Anfang auch nicht spielen konntest? Stell ich mir hart vor irgendwie. Also für mich war es schon am Anfang ein bisschen schwer. Ich musste mich dran gewöhnen, so alles und taktisch und so. Und mittlerweile ging es halt dann mit mehr Trainings und so und ein paar Einsatzminuten. Und hier auch bestens integriert im Team? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Ah, fühlt sich wohl. Was für ein Blick. Ja? Ja, mit euch immer. Das ist schön. Ich glaube, man kann sich auch nicht mit Juni verstehen, muss man ehrlich sagen. Ja? Wieso das? Ja, weil er einfach von seiner Art sehr offen ist, weil er über alles gefühlt lacht, immer gut drauf ist, auch wenn er selber vielleicht auch keine einfache Zeit hinter sich hat. Oh, so viel Liebe. Ja. Lass mich drücken. Oh. Schön. Jetzt schauen wir mal nach vorne. Und weil ja gerade Silvester war, haben wir Glückskekse für euch mitgebracht. Wer mag die Dinger eigentlich? Mag die überhaupt jemand? Okay, Maxi. Okay, Maxi. Gut, Maxi mag das. Also meins ist... Ich habe was Gutes. Meins ist fragwürdig. Ich weiß nicht, was das heißt bei mir. Das ist Englisch. Die andere Seite ist Deutsch. Ach, andere Seite ist Deutsch. Okay, aber gut. Nein, kein Glückskeks. Ja, ist dein erster. Nie Glückskeks gehabt? Doch, aber... Aber nur eine Seite auf Englisch. Bei mir steht Reise mit offenem Herzen und guten Erwartungen. Die nächste Reise geht nach Frankfurt. Perfekt, da kann nichts schief gehen. Maxi, was hast du? Nutzen Sie die Gelegenheit und laden Sie gute Freunde ein. Ah. Jetzt wäre mal angebracht für eine Einladung, ne? Hier steht gute Freunde, deswegen bist du raus. Bist du so ein Partymensch, der gerne mal zu Hause selbst was macht? Einladen schon gerne, aber... Echt? Ja. Schuld mir mal. Ich hoffe, das Mikro ist gut genug, um das zu verstehen. Das reicht nicht, glaube ich. Also bei mir steht, lange Spaziergänge wären jetzt genau das Richtige für Leib und Seele. Das ist Quatsch. Also ich bin jetzt nicht so der Spaziergänger. Ich tue meiner Leib und Seele was anderes Gutes. Nämlich? Das weiß ich noch nicht. Muss ich rausfinden noch. Okay, gut. Bei mir steht, eine gute Nachricht erfreut Sie. Ich weiß es nicht. Also es ist jetzt für die Zukunft. Ja. Ach so. Das ist ein krasser. Ich freue mich. Ja? Ja. Ich freue mich. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Komm mal weiter. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird. Sehr gut. Max, haben wir noch was Seriöses oder machen wir? Ja, ich glaube, wir haben noch eine seriöse Frage. Wir müssen noch über die Saisonziele sprechen. Ah ja. Ja. Ihr sagt ja immer Klassenerhalt. Ein Klassiker. Kannst du bitte antworten?
Wir schauen von Spiel zu Spiel. Geben unser Bestes. Nein, also wir wollen auf dem Weg, wo wir jetzt gerade sind, wollen wir einfach weitermachen. Jetzt, wenn jetzt noch wieder Verletzte zurückkommen und alles, dann sind wir schon sehr optimistisch, was die Saison angeht. Ja. Oder wärst du dazu? Nein, ich hätte genauso geantwortet. Doch, tatsächlich, ich bin auch sehr zufrieden damit. Ja, ja. Passt. Ja. Dann können wir weitermachen mit dem Unseriösen. Ja, sehe ich auch so. Erstmal, bis wir die 40 Punkte haben, ne? Und dann. Mhm. Genau. Ja. Alles andere ist zu. Sehr schön. Wir haben uns eigentlich gedacht, wir spielen eine Runde Gib mir 5, haben wir das Ganze genannt. Ist eigentlich ziemlich easy. Wir haben nämlich über Instagram 150 SC Freiburg-Fans gefragt. Zum Beispiel, wer hat den chaotischsten Platz in der Kabine? Und die haben uns ihre Antworten geschickt. Ihr dürft buzzern und dürft mir dann sagen, was denkt ihr, was ist auf der 1, was ist auf der 2, was ist auf der 3? Ihr spielt gegeneinander, hier wird nämlich schon getuschelt. Ja, also dann sage ich auf, ihr dürft einfach buzzern. Go! Okay. Ich sag Kofi. Schrey? Ist nicht dabei. Nicht auf 1. Top 5. Schrey wurde nicht genannt. Krass. Ist das eure, wäre das eure Nummer 1? Sagen wir nicht. Nein. Sagen wir am Ende. Am Ende, okay. Gut, du darfst trotzdem noch weiterspielen. Ja? Ich, ja. Schauen wir mal. Das ist die Top-Antwort. Nee. Das haben 28 Leute getippt. Aber mein Blatt ist aber auch. Er hat auch getippt. Echt? Ich musste kurz auch überlegen. Oh, safe ich. Safe du? Ja. Bist du so wirklich chaotisch? Nicht der chaotischste. Nein. Nee. Nein, ist er echt nicht. Okay, dann haben wir die Nummer 1 schon gelöst. Roland. Solle. Den haben wir. Oh. Ah, aber nur warum, auf der 5. Warum denken die denn? Haben 10 Leute 10. gesagt. Wir haben noch 3 offen. Ich sag mal, ja? Ich sag Grifo. Grifo. Ist der chaotisch? Ich denke mir immer, der hat es voll ordentlich. Ja, hat er auch. Hat so stelle ich mir das auch vor. Der ist fast der ordentlichste. Ja. Also, der hat gar nichts damit zu tun. Nee, der hat wirklich das völlige Fehleinschätzung. Ja. 3 und 4 haben wir noch offen. Kennt er alle, sag ich mal so. Gregoric. Ja, aber nur auf der 4. Wow. Ich würde da gar nicht drauf. Ich auch nicht. Ehrlich. 11 Leute. Warte mal, ich muss kurz überlegen. Ich muss auch Kabine durchgehen. Ich muss auch kurz. Ich sag mal so, sie befindet sich in diesem Raum. Nee. Ja, dann bin ich es. Ich bin auch nicht so ordentlich, muss ich sagen. Aber ich würde mal sagen, in die Top 3 habe ich es nicht geschafft. Okay, jetzt dürft ihr aber auflösen. Wer ist denn eure Top 1? Ja, es gibt eine ganz klare Nummer 1, muss man sagen. Einen, der halt alles übertrifft. Und das wäre? Das ist der Merlin. Merlin. Nein! Doch. Der hat Karton oben, überall. Also der hat überall Sachen liegen. Sachen, so seine Geräte und so. Ja. Ach krass, ich hatte das so, du bist ein Schwiegermutterstraum. Genau, das denkt man. Ja, ist er ja auch. Er ist ja auch Schwiegermutterstraum, muss man sagen. Aber halt ein unordentlicher Traum. Genau. Sehr gut, Marc. Welcher Spieler hängt am meisten am Handy? Ja, mach. War das ein Buzzer? Ja. Nein, das war eigentlich nicht. Doch, Buzzer, komm, mach, sag. Aber bist du? Nein, mach bitte. Mach jetzt du. Was ist denn hier? Ich? Du? Das ist unsere. Top-Antwort. 27 war das. Stimmt das wenigstens? Ist ja Handyverbot. Ja, bei uns ist Handyverbot. Ja, aber. Aber so zu Hause, ja. Schon. Ja. Okay, also nicht unberechtigt da oben. Nee. Ich glaube, weil ich viel poste, Kritik. Deswegen. Ja. Ich sag Lit. Oh, das ist gar keine dumme Antwort. Was nicht dabei? Ist der viel am Handy? Die haben keine Ahnung. Roland? Haben wir dabei. Ich wusste. Auf der 4. Da wurde er erwischt. Da wurde er schon mal erwischt. Im Handy, in der Kabine. Ja. Da ist der Trainer rausgekommen, reingekommen. Ja. Und bin ich gleich weggegangen. Also ich habe nicht zugeschaut, aber ich wollte nicht wissen, was da passiert. Maxi. Ich würde Winche sagen. Aber nur auf der 5. Ist der viel mehr am Handy? Nee. Nein, nee. Ich sag Atu. Ah, oh. Ja. 16 Stück. 16 Stück haben Atu Mono gesagt. Blau Weißhaupt. Hervorragend. Hätte ich es auch gesagt als nächstes. Ja. Was gibt's denn, wenn man mit dem Handy erwischt wird in der Kabine? Dicke Strafe. Dicke Strafe. Ja, was heißt dicke Strafe? Ja. Im Ermessen des Trainers. Oh. Je nach Laune also. Wer braucht am längsten unter der Dusche, haben wir uns gefragt. Nee. Komm, nee. Mach Triple. Okay. Ich sag mal, ich wieder? Ah, ich glaube, dieses Mal bist du nicht auf der 1. Okay. Ja.
Aber dabei. Ich sag Luki Höhler. Das ist ein good guess. Boah, der ist stark. Wegen seinen Haaren. Vielleicht Gregal. Der ist tatsächlich dabei. Aber ich, da dachte ich eher nicht auch so. Auch wegen der langen Haare. Genau. Kilian. Ah, der ist nicht dabei. Nee. Sicher Vinci. Ja, Vinci, natürlich. Der Italiener, denken die. Ja, ja, ich glaube die 5. Ecke? Ja, das ist absolut richtig. Zur Erklärung, viele haben dazu geschrieben, er gestanden, weil er mit Gregor quatscht. Stimmt. Einfach erwähnt. Stimmt, okay. Was soll ich sagen, stimmt. Ich hab dir einfach erwähnt, weil du Sauna gehst, die Stars ja, und alles. Stimmt, und ja, stimmt schon. Entweder oder. Das macht euch richtig Spaß, ne? genau. Wir haben nämlich noch für jeden eine Entweder-Oder-Frage vorbereitet. Wir fangen mit dir an. Also, würdest du lieber mit Österreich Europameister werden oder mit dem SC Freiburg die Europa League gewinnen? Das ist fies, ne? Antworte ehrlich. Ja, mit Österreich. Das ist absolut in Ordnung. Ja, ja. Verstehe ich. Ja, schon. Also, Traum. Maxi, deine Frage. Südtribüne oder VIP-Lounge? Sag ehrlich. Sag ehrlich. Wo? Hier. Südtribüne natürlich. Natürlich? Ist das eine Lüge? Wir haben jemanden, der auch gerne wahrscheinlich jetzt bald auf der Südtribüne wäre, aber er ist, glaube ich, noch auf den normalen Rängen und er hat eine Frage an dich. Oh, nee. Das kann nur eine eklige Frage werden. Können wir das bitte rausschneiden? Ja, Maxi, wenn du das hörst, früher hast du dich ja mal an mir orientiert mit deinem Klamottenstil, da bist du echt groß vorangekommen, sehr seriös auftretend. Ich bin eigentlich ganz verwundert. Wer kümmert sich jetzt um dich? An wem eiferst du jetzt klamottentechnisch nach? Das würde ich gerne von dir wissen. Ja, ich finde es toll, dass Nils die Geschichte umgedreht hat. hat mich natürlich jetzt in Schwierigkeiten gebracht. Jetzt nicht mehr, aber Nils und ich haben uns immer gegenseitig ein bisschen hochgeschaukelt. Er fehlt schon, was das angeht, muss man sagen. Zum Glück sieht man sich ja ab und zu privat nochmal. Dann kann ich mir das ein oder andere noch abschauen. Bitte. Also weiter Nils Petersen. Natürlich. Ja, natürlich. So, Kübi, darf ich euch Kübi sagen? Ja, immer. Ja. Kübi, deine Frage ist, entweder alle Tattoos, die du hast, entfernen lassen oder Pokalsieger mit dem SC Freiburg werden. Pokalsieger. Oh, echt? Okay. Ich kann mich ja danach wieder tätowieren lassen. Das, okay, mit dem Pokal hinten, Pokal hinten auf dem Rücken. Nein, Pokalsieger, klar. Okay, cool. Ja, waren ja kurz davor, aber... Ich habe auch für dich eine Frage. Gut drauf. Ja, meine Frage an Kübi wäre eigentlich, wer besorgt dir jetzt die guten, nachhaltigen Holzzahnbürsten? Weil dafür war ich eigentlich jetzt die letzten Monate und Jahre verantwortlich. Da bin ich mal gespannt, wer sich jetzt um dich kümmert. Was ist das für eine Story? Ich putze halt oft Zähne in der Kabine. Und da hat er mir irgendwann angefangen, irgendwelche nachhaltigen Holzzahnbürsten zu schenken. Womit ich dann immer geputzt habe. Und jetzt haben wir 3 Leute, die sich darum kümmern. Und immer abwechselnd mitbringen. Das ist Egge, Vinci und ich. Ja, nice. Für dich haben wir leider keine Frage. Ja. Aber ihr kennt euch, glaube ich, nicht, ne? Kennt ihr euch? Wir haben es noch nicht gesehen. Ihr habt euch nicht gesehen, ja. Jetzt hatten wir auch eine für dich. Hast ja nichts verpasst. Ja. Liebe Grüße, Nils. Promi Promtime. Maxi, wir spielen das Spiel Promi Promtime. Uns ist kein besserer Begriff dafür eingefallen, aber so heißt es nun mal. Es läuft ein Text durch, Leerzeichen heißt einfach ausfüllen. Dann haben wir aber manchmal auch noch 3 weiße X hintereinander. Das ist nichts Schmuddeliges, da darfst du dir einfach nur aussuchen, was du sagen okay willst. Mike, check, 1, 2, 3. Können wir bitte starten? Ich habe nicht ewig Zeit für diesen Schwachsinn. Hallo, ich bin Maxi Eggestein. Hallo auf Alemannisch heißt übrigens Sally. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und ich hoffe, ihr seid nicht ausgerutscht. Danke für diesen tollen Gag. Wir sind dieses Jahr nicht in Soto Grande in Spanien, sondern daheim wie Kevin allein zu Hause. Jetzt gebe ich ab an meinen Mannschaftskollegen Junior, der im Sommer vom Verein RB Salzburg zu uns gewechselt war. Das ist sehr schön. Zum Abschluss ein fröhliches Schauen wir mal, was wird. Was wird. Hallo, grüß dich und hallo. Willkommen. Schon sehr auf das erste Bundesligaspiel im Jahr 2024. Zum Glück wird das ein Heimspiel, weil der Weg nach Berlin ist sehr weit.
mit dem Auto sind das über 5 Kilometer. Das ist ähnlich anstrengend wie der Weg von Frodo aus. Der Herr, der Kram nach Mordor, dafür wäre der Weg nach Berlin nicht voller Orks. Das ist schön. Hallo, ich bin Lukas. Aber alle nennen mich eigentlich nur Kübi. Diesen Spitznamen finde ich sehr okay. Beim SC bin ich jetzt schon seit 2015. Das sind 8,5 Jahre. In den Trainingslagern war auf Flecki mein Zimmerpartner. Er hatte die Trikotnummer 26. Maxi, auch deine kenne ich natürlich. Du hast die Nummer 8. Menschlich bist du für mich die Nummer 1. Aber die Vorbereitung im Winter bei Regen und Böen ist doch eigentlich auch scheiße. Damit endet dieses Spiel. Vielen Dank. Nice, danke schön. Ich hatte das Einfachste. Gut, vielen Dank. Lass uns noch kurz Danke sagen. Einfach nur ciao. Danke. Also, danke, dass ihr hier wart, alle drei, ja, dass ihr mitgemacht habt. Maxi kabelt sich schon ab, wir sind also fertig hier.